Ich begrüße euch zu den Shop-Plaudereien. Wenn jetzt hier 30, 40 Kameras rumstehen würden und meiner einer über 60 Jahre daran tätig, 60 Jahre alte Kamera bis jetzt oder hochmoderne Kameras, wüsste ich jetzt nicht, ob man mir diese technischen Sachen, die ich euch dann erklären würde, auch abgenommen. Weil ihr, das fällt mir gerade auf, eher einem 20, 25-Jährigen zuhört, der dann in einem Pulk von Kameras steht und euch einen erzählt. Ja. In der heutigen Zeit, in der Welt der Technik, Amazon and Prime und natürlich Facebook und so weiter, sind junge Menschen zwischen 10 und 40 unheimlich heiter. Sie erzählen uns wunderschöne Geschichten. Sie haben am Leben schon dran teilgenommen, besonders ein 10- oder ein 20-Jähriger sowieso. Der zeigt uns, wie man Fotos macht, wie man Fotos richtig macht und man zeigt uns, was wir alles machen sollen. Ja. Wir sollen die Bilder nicht starr, wir sollen die Bilder so und so weiter. Ich finde, es macht einen froh, wenn einer zwischen 10 und 40 uns was beibringt, wie wir mit der Technik umgehen sollten. Menschen, die 40, 50 Jahre an der Technik gearbeitet, die wirklich tatsächlich mit dran herumgefummelt haben an der Technik und sich ausgedacht haben, was können wir noch. Und wenn dann so ein Optiker wie damals dann die Red One auf den Platz haut, für wenig Geld. Die Red One war damals, wie sie konstruiert worden ist, für wenig Geld, war ein Klotz, keiner konnte damit wirklich tatsächlich was anfangen. Und es hat ein Optiker, ein Techniker, der aber ein Optiker war, auf den Weg gebracht. So, Kameras aus dem Jahre 1900 und wie gesagt, Edison fing ihn damit an, weil er seinen Gleichstrom halt nicht los wurde, weil ein anderer mit Wechselstrom stärker war und somit war Edison in der Welt der Cinematik unterwegs und er hat es ja auch geschafft. Wir leben heute mit Alpha Edisons Geräten auch in der Welt der Normalisierung, also Kameras, die also auf Gleichstrom arbeiten und dann umgewandelt werden von Wechselstrom auf Gleichstrom, den Akku wieder laden können. So, wir haben heute eine Welt der Clownerie. Gaukler und Scharlatane. Ich muss gerade schmunzeln, wenn ich jetzt wirklich lese, Corona rudert zurück. Ist klar, so viele Verfassungsklagen und es könnte sein, dass die das auf den Weg gebracht haben, die ganzen Politiker, doch wirklich tatsächlich zur Kasse gebeten werden können und auch andere Sachen. Herr Spahn hat nämlich auch gerade wieder reichlich verloren. Und die Sympathien den Politikern gegenüber schwindet auch. So. Also auf der einen Seite haben wir die neuartige Welt der Technik, auf der anderen Seite haben wir die Welt, die überhaupt die Technik gar nicht verstehen, aber sie uns verkaufen wollen. Und mir ist halt aufgefallen, wenn ihr eine Technik in der Hand haltet und mit dieser Technik umgehen wollt, wird ein 20-Jähriger euch diese Technik erklären. Ich bin hochgradig verwirrt, dass ein 20-Jähriger sich so eine Kamera leisten kann oder mindestens